Ja, es ist 22 Uhr und ich begrüße die Zuschauer vom Kabelnetz Wien. Und wie Sie schon eben vom Thomas gehört haben, der Hartmut ist wieder da. Ja, und heute ist unser Orange Table auch fast voll besetzt. Günther ist da, ein Wissenschaftler. Möchtest du ganz kurz noch was dazu sagen? Ganz kurz, nimm das Mikrofon. Also, ich habe schon gefunden, dass die Physik eigentlich dabei ist, das Tor zur Metaphysik zu öffnen. Da würde ich halt sagen, bislang hat man so geglaubt oder hat vielleicht die Wissenschaft vermittelt, als ob es nur diese materielle Welt gibt und sonst nichts. Und ich denke, seitdem jetzt die Physik dabei ist, mir das Tor zur Metaphysik zu öffnen, stellt man eben fest, dass es mehr gibt als das, was wir wahrnehmen. Und darum geht es auch mir, das ist mir wichtig zu sagen. Also zu erkennen, dass es eben mehr gibt, heißt letztendlich auch, dass es eben so etwas wie Geist gibt und dass wir letztendlich nicht irgendwie in der Materie verhaftet sein müssen, sondern dass wir auch gewisse göttliche Gaben haben, göttliche Macht haben. Okay, darf ich kurz stoppen? Wir haben zwei Anrufer. Die erste, glaube ich, ist die Ulrike. Hallo Ulrike. Hallo Johanna. Hallo. Ja, das ist ja eine ganz tolle Runde heute. Ja. Super. Mhm. Johanna, ich möchte noch mal was zum Energieausgleich sagen. Ja. Und zwar lebe ich die Art, die ihr jetzt... Du bist die Hebamme. Mhm. Genau. Also ich bin ja Hebamme und es ist klar, dass man da ganz normal über die Krankenkassen abrechnen kann. Aber ich heile auch. Und ich habe, seitdem ich heile, kein Geld gefordert, sondern habe das seit Jahren schon nach dem Prinzip auch gemacht, Moral und Ethik. Ich habe meinen Patienten oder den Menschen erklärt, dass es eine Gabe ist, dass ich die zur Verfügung stelle, aber dass der Energieausgleich geleistet werden muss, laut universellen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und habe ihnen überlassen, was ihnen das Ganze wert ist. Und es waren Menschen dabei, die sehr wenig gegeben haben. Es waren Menschen dabei, die sehr viel gegeben haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer so viel bekommen habe, dass es gereicht hat. Es hat sich also letzten Endes, ich bin oft in Vorleistung gegangen, aber der Ausgleich im Ganzen gesehen hat sich immer die Waage gehalten. Ja, aber wir sind ein Teleshop. Ja. Und wir sind nicht nur mit dem, was wir hier machen, gehen wir in Vorleistung, sondern auch mit der Bereitstellung. Mhm. Die Bereitstellung des Senders kostet im Monat, glaube ich, so um die 600.000 Euro. Mhm. Mhm. Und es ist ja nicht unser Programm, sondern es ist das Programm der Zuschauer. Mhm. Weil wenn wir hier sitzen und uns unterhalten, gefällt uns das auch so. Ne? Mhm. Und wenn das Programm nicht mehr laufen würde für die Zuschauer, dann haben sie ja nichts davon. Ja, das ist richtig. Ja. Aber was ich jetzt damit sagen wollte, dass dieses Modell, was ich jetzt schon im Kleinen gelegt, dass es wirklich funktioniert. Es dauert eine gewisse Zeit, bis es sich rumspricht. Mhm. Aber das Bewusstsein der Zuschauer wird zunehmend wachsen. Dass es nötig ist, egal was ihr anbietet, dass es einen Energieausgleich bedarf von jedem, der es konsumiert. Mhm. Also was ich wirklich vermitteln will, ist, es dauert eine gewisse Zeit und das haben wir jetzt auch schon beobachtet, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo es sich explosionsartig dieses Bewusstsein einfach, dieses Wachstum einfach vermehrt. Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen es verstanden haben, dann geht es in das
da gibt es auch Versuche drüber, geht es in das morphogenetische Feld über. Und dieses Bewusstsein wächst explosionsartig. Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen es verstanden haben und verinnerlicht haben, und das ist ja jetzt der Zeitpunkt. Ja, aber es wird jetzt langsam Zeit, dass die Zuschauer auch was tun. Mhm. Ja? Wir sind ja jetzt am 103. Tag in der 15. Woche, im 4. Monat, sind wir in Vorleistung gegangen. Wenn du überlegst, wie viel 107 Tage im Verhältnis zum Leben sind, wenn man denkt, wie viel 107 Tage im Verhältnis zum Universum sind, also zum Leben ist es nur ein Augenblick. Und wir wissen von den Astrologen, dass es ab Mitte März durchbrechen wird. Mhm. Das wusste ich schon im Herbst letzten Jahres. Mhm. Ich wusste im Sommer noch nicht, welche zwei Ideen oder welche Kernidee ich im Dezember haben werde. Aber die Astrologen haben schon gesagt, du wirst im Dezember eine Idee haben, die wird richtig krachen. Und im März wird sie schon aufblühen und volle Kanne wird sie im August abgehen und erst 17 Monate später wird es dann aber schon richtig fest in Europa etabliert sein. Ja. Und jetzt ist ziemlich genau Mitte März und meine erste Tochter hat zufällig am 15. gestern Geburtstag gehabt. Ja. Also jetzt fliegt es ab, wir sind in den Fischen und aus denen gehen wir raus. Ne? Ja. Wir gehen jetzt raus aus den Fischen, na, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir ist das gestern auch, das ist ja, da, ich meine, ich kann, manchmal habe ich Schwierigkeiten, das, was ich in mir habe, ist schön genug, Thomas. Naja, ich kann ja nicht so wild hier. Ich benutze den Fernseher nicht mehr zum Fernsehmachen, sondern als Spiegel. Ja, aber gestern Abend ist noch was passiert, also bei mir und wie gesagt, ich beobachte ja das Baby und kriege auch viele Informationen und manchmal fällt es mir schwer, das ganze Wissen, was ich so habe, auch verbal rüberzubringen. Weil es ist so voll in mir. Und das meine ich, es ist jetzt eine gewisse Masse erreicht und es wird jetzt explosionsartig weitergehen. Schauen wir mal einfach, was die nächste Zeit passiert. Weißt du, ich kenne das auch aus meinen Seminaren. Wenn man nichts verlangt, dann kommen auch ganz viele Neugierige. Dann kommen ganz, ganz viele Leute, aber auch viele Neugierige, die es eigentlich gar nicht interessiert. Und wenn du was verlangst, dann kommen die, die es wirklich wissen wollen. Ja, aber wir verlangen ja was. Ist ja nicht so, dass wir nichts verlangen. Mhm. Wir verlangen oder bestehen sogar auf den Energieausgleich. Ja. Mhm. Ist ja nicht so, dass wir es verschenken. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ja. Wir machen es ja nicht umsonst. Weil wenn man was umsonst macht, ist es umsonst. Ja, genau. Und das ist ganz gravierend, diesen Punkt zu machen. Also es ist schon eine Forderung auch da. Mhm. Also der Energieausgleich sollte gewährleistet sein von jedem, der konsumiert, auf seine mögliche Art und Weise. Ja. Ich habe auch wirklich mal eine Dame gehabt, 5 Kinder, ist extra 600 Kilometer angereist zur Heilung und hat nichts mehr gehabt an Geld. Ist gekommen mit ihrem Sohn und hat einen Kuchen gebacken. Sie hat 500 Kilometer im Zug diesen Kuchen auf den Schoß getragen und hat ihn mir gebracht. Für diese Frau, die wirklich kaum Geld hatte, um die Zugfahrt zu bezahlen, war der Kuchen obendrauf. Das war ihr Energieausgleich. Mhm. Und der war sehr wertvoll. Ja. Ja, wir bekommen ja auch schon Energieausgleich. Der eine zahlt mehr, der andere zahlt weniger. Mhm. Wir sehen ja schon die Impulse. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und am nächsten Tag kam ein Ehepaar, wo ich auch gar nicht wusste jetzt, und die haben mir 1.000 Euro auf den Tisch gelegt. Mhm. Das meine ich also, es funktioniert und es ist jetzt genau der Zeitpunkt auch, wo sich wirklich
Fragen wir. Ja, es gibt zwei Formen von Energieausgleich. Es gibt den Energieausgleich der telemedialen Freunde. Dort ist es wichtig, dass er symbolisch gesetzt wird, dass der Kreislauf beginnt, dass jeder einmal auf die Bank geht und einen Betrag zahlt. Da ist es gar nicht so wichtig, ob er eine Monatsgebühr oder nur, dass der Fluss entsteht, dass wir selber zu dieser Dynamik Ja sagen. Und alle telemedialen Freunde, die jetzt in der Entstehungsphase durch ihre Anrufe, durch ihre Lichtarbeit mitwirken, genau, die leisten schon ihren Energieausgleich fürs Interne. Dann gibt es den Energieausgleich für die, die da glotzen und studieren und die uns sehen wie im Zoo, ne? Die sich über uns lustig machen, die sollen gefälligst wenigstens den Unterhaltungswert bezahlen. Ne? Denn selbst wenn man mich als Horror sieht, wenn sie in die Videothek gehen und sich einen Horrorfilm ausleihen, zahlen sie ja auch dafür. Ne? Wenn sie sich die uns drüber lachen und uns konsumieren, um uns wie Comedy sehen und sich um uns lustig zu machen, die sollen genauso ihren Energieausgleich für diesen Wert, für diesen Unterhaltungswert, der irgendwo auch emotional berührt, und der Kanal Telemedialguck kommt nicht drum rum an. Das ist eine andere Gruppe. Und dann gibt es noch die rein tatsächlich wertschätzende, konsumierende Truppe, die sagt, ich lerne von euch und zahlen dafür. Die sehen uns wie ein Telekolleg. Das ist die konsumierende. Und da gibt es wieder zwei. Du weißt es, es gibt die einen Menschen, die müssen was erfahren und die erfahren durch uns was und müssen sich's erarbeiten. Und dann gibt es die anderen, wenn die eine Weisheit oder ein Wissen von uns bekommen, ist es sowas, es geht in ihnen selber auf, sie hatten es nur vergessen. Und dann hat man eigentlich keinen Grund zu sagen, ach, warum soll ich denn jetzt dafür was geben? Ich wusste es ja eigentlich eh schon immer. Genau, dafür muss man dann auch nichts geben. Dafür habe ich die Erinnerungsgebühr erfunden. Und eben, also alle Erleuchteten, die vergessen haben, dass sie erleuchtet sind, ihr wisst ja eh schon alles, ne? Und ihr Besserwisser auch, ne? Aber für das, dass ihr daran erinnert wurden, ne? Dafür ist es eine Erinnerungsgebühr. Und deswegen müssen wir ganz klar sehen, es gibt einen Kern, der sich, wie du jetzt mitwirkst, mit deiner Qualität von zu Hause aus, mit deinem Wissen, der auch immer aufpasst, dass der Tisch sich veredelt, habe ich ein Veredelungssystem entwickelt, das von der Masse, der Qualität, von allen überwacht wird. Da gibt es keinen Fusch. Es wird von allen überwacht. Und somit habe ich sozusagen einen Veredelungstisch der geistigen Meister kreiert und ihr veredelt hier eure Stellvertreter. Ihr züchtet die einfach hoch und ihr gebt immer das Beste. Die einen sind da und sind die Stellvertreter und so veredelt sich's automatisch. Es veredelt sich. Und diese veredelte Qualität, die sich hier am Orange Table mit den telemedialen Freunden zu Hause. Wir können auch 12 Anrufer gleichzeitig in die Leitung stellen und 12 telemediale Freunde am Telefon können genauso die Disziplin zu Hause halten, wie wenn jetzt hier die Leute am Tisch sitzen. Es könnte theoretisch mal niemand hier am Tisch sitzen. 11 sind in der Leitung, stellvertretend am Tisch und der 12. ruft als Ratsuchender an. Also das ginge auch. Ne? Es geht um die Sache. Und dann gibt es eben die, die konsumieren. Aber es geht darum, dass man erkennt, dass man mit diesem Geschäftsmodell der Zukunft auf Ethik und Moral eben seinen Wert, sein Programm selber gestalten kann und mitwirken kann. Und guck mal, wie die Anrufe reinkommen, wie diszipliniert. 40 Millionen Haushalte, halb Deutschland schaut zu. Wir sind überall im Gespräch. Und wie viel Respekt, vielen Dank, dass ihr unseren Kreis nicht stört und nur schaut, dass alles konstruktiv ist. Es werden im Callcenter immer weniger Störer. Natürlich filtern wir noch leicht, aber es wird respektiert. Es ist wundervoll.
Es ist wundervoll und ich freue mich auf dieses Auferstehen, aber das Unterscheidungsvermögen macht die Qualität eines Menschen aus. Und deswegen immer wieder zu unterscheiden, wer bin denn ich, der telemedial guckt? Bin ich ein Konsument? Bin ich ein Student? Bin ich ein klassischer Unterhaltungskonsumer? Lerne ich? Oder, hey, bist du einsam? Ab Dienstagabend kannst du mit mir Abendessen in Wien. Und wer zu Hause ist und ist alleine, dann machen wir Abendessen. Einmal meditativ. Ich werde dort ein Abendessen anleiten zum Abnehmen. Das nennt sich Essen mit Sati, mit Essen mit Selbstbewusstsein und Essen mit Bewusstsein. Und ein anderes Mal werden wir am österreichischen Küchentisch sitzen und die Themen der Familie besprechen. Ja, also die Vielfalt wird immer mehr entstehen. Ich gehe jetzt aber zum Hartmut wieder. Danke, Ulrike. Ja, bitte. Du inspirierst mich immer so wundervoll. Ja. Okay. Gestern war ja das Thema mit dem Wort Gott. Ja. Und den Schwingungen dazu, wie manche Menschen dazu stehen. Und dann war ja auch noch das E-Mail von dem Markus. Mhm. Und um das Ganze vielleicht jetzt, Thomas hat das Wort eigentlich heute schon benutzt, das Wort Quelle. Mhm. Es gibt nur eine Quelle. Und die Quelle ist rein. Und die Quelle ist absolut rein und klar. Wenn die Quelle weiterfließt, fließt sie in verschiedene andere Gewässer, die verschmutzt sind. Wenn man das jetzt von oben, vom Geistigen sieht, nach unten, immer mehr in die Materie, immer mehr Verschmutzung und. Wenn wir diese Verschmutzung wieder reinigen, kommen wir wieder zur Quelle. Mhm. Und wenn wir das Wort Quelle, aus der Quelle entsteht alles. Und wir kommen alle aus der Quelle. Und das Wort ist vielleicht nicht so belastet. Mhm. Ja, es hat ja auch jeder so sein eigenes Wort, wie er Gott bezeichnet. Ich bezeichne es zum Beispiel als Gott. Ich bezeichne ihn als Gott. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Und ich habe hier auch gerade ein E-Mail vorliegen von der Genia aus Wien. Die schreibt hier, gestern hat ein Anrufer vorgeschlagen, statt Gott die Bezeichnung kosmische Intelligenz zu verwenden. Das finde ich nicht gut, da sie nur eine Qualität des Schöpfers bezeichnet und vermutlich nicht seine wichtigste. Das schränkt den Schöpfer sehr stark ein und wird ihm gar nicht gerecht. Klingt fast schon wie eine Beleidigung. Das Wort Gott geht vermutlich zurück auf das Wort Gutan, was so viel bedeutet wie das, was gerufen wird. Ich denke, der Name, den man dem Schöpfer gibt, sollte nicht auf irgendeine Qualität hinweisen. So kann man ihm niemals gerecht werden. Genau das ist auch das, was der Markus eigentlich geschrieben hat. Oder ich weiß es gar nicht mehr, ob es der Markus ist. Und zwar, genau das ging auch um Jesus. Mhm. Jesus hat für uns alle wieder die Tür aufgemacht, um zurückzukehren. Mhm, ja. Und damit hat er nicht nur die Christen gemeint, sondern er ist ja für alle Menschen stellvertretend gestanden. Ja. Und egal, alles was ist, würde nicht sein ohne die Einwilligung von der Quelle, von Gott. Das heißt, alles, was ist göttlich. Mhm. Egal, welchen Namen man dazu benutzt. Mhm. Und egal, aus welcher Kultur das entstanden ist. Weil Jesus stand nicht nur für die Christen, sondern Jesus hat die Tür aufgemacht für alle Menschen. Mhm. Und es gibt nur einen Schöpfer. Aber ich würde jetzt für mich persönlich Quelle als Wasser bezeichnen. Und Gott würde ich jetzt nicht als Wasser bezeichnen, mehr als Feuer. Sie hat Recht und nicht Recht, aber alles ist Gott. Ja. Auch die Moral ist Gott, auch die Ethik ist Gott. Aber so wie ich es jetzt mal, vielleicht gibt es irgendwann noch eine klarere und bessere Ordnung. Aber
Die Quelle ist die Moral und die Ethik, ordne ich dem Schöpfer zu, dem Bewusstsein darüber. Aber genauerer Begriff wäre der Schöpfer der Quelle. Mhm. Der Schöpfer der Quelle, denn wir sagen ja, die telemediale Idee, das Geschäftsmodell von Ethik und Moral, und wenn wir die Ethik dem Schöpfer und die der Quelle und die Moral der Quelle selber zuordnen, wäre der Begriff Schöpfer der Quelle? Könnte ich mit, bisher. Ja. Die Ingrid möchte noch was sagen, Ulrike. Ja, gerne sagen, wenn es heißt, das Wort Gottes belastet. Warum soll ich das nicht entlassen? Ja, wenn ich es mit Liebe ausspreche, dann reinige ich dieses Wort wieder. Und für mich ist Gott, bleibt Gott, und ich kann eigentlich nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Er ist Gott für mich. Und ich kann wohl mal sagen, mein Schöpfer oder Quelle, aber im Grunde ist es Gott. Und wir sollen seinen Namen auch heiligen und reinhalten. Und ich denke, wenn ich es mit Liebe ausspreche, dann ist es für mich in Ordnung. Und ich sehe nicht, dass irgendwelche Belastung auf dem Wort ist. Für mich ist es ein ganz reines Wort. Es ist ja auch so, die Gott, für die Gott, der Name Gott negativ wirkt, der sollte mal darüber nachdenken, warum. Woher es kommt. Ob er vielleicht von den Eltern irgendwie missbraucht worden ist, in die Kirche zu gehen, oder von den Lehrern oder von der Kirche selber, oder wo da ein Missbrauch stattfand. Ja, es ging ja eigentlich darum auch, ich meine, für mich ist es auch, ist für mich auch Gott. Ja. Und, aber es geht ja jetzt bei der Idee auch darum, was Thomas ja auch gesagt hat, die neutrale Spiritualität und so viele Menschen wie möglich auch einzuladen, unabhängig von bestimmten Prägungen. Und was die eine Dame geschrieben hat, dass bestimmte Wörter ja auch, ja, da kann man ja sogar sagen, das Wort wurde missbraucht oder falsch übermittelt oder wie du gerade gesagt hast, egal von den Eltern oder von den, egal woher, es wurde falsch übermittelt. Aber dass man was findet, dass es halt wirklich auch neutral bleibt und jeder Einzelne kann ja dann seinen eigenen Glauben leben, so wie die Ella ja auch gesagt hat. Es passt ja alles zusammen, weil alles, was ist ja göttlich. Ja. Also ich habe mal in dem Seminar Christliche Mystik, wo wir die Bibel, da gingen wir die Bibel durch, also nicht das historische Leben von Jesus Christus, sondern was hinter den Zeilen steht halt und dazwischen. Und da kam raus in dem Seminar, also weil zum Beispiel auch in der deutschen Sprache die Vokale, ne, die beleben die deutsche, also die beleben die Sprache. Sonst würde man so reden, ne? Und die Vokale beleben, die sind die aktiven Buchstaben. Das I, E, O, U, A. Und wenn man so sagt, Iua, ist das Joshua auch sehr ähnlich. Ne? Und das könnte auch ein Name Gottes sein, das Iua, weil es aktiv ist, ein aktives Prinzip. Also ich weiß nur von der Kraft des Wortes, es kommt manchmal noch nicht mal so um, es ist schon wichtig, das Wort, aber was noch viel wichtiger ist, die Schwingung, die dahinter ist. Ja, eben. Und sing mal diese Vokale, ne? Ja. Die gehen alle nach außen und nicht nach innen, ne? Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man wirklich was Gemeinsames findet, so wie Thomas auch gesagt hat, ich finde das wirklich ganz wichtig, dieses Neutrale, dass sich also wirklich so viel wie möglich Menschen verbunden fühlen, egal welche Glaubenssätze oder welche Glaubensrichtung sie haben. Um gemeinsam an das Endziel zu kommen, ohne dass man jetzt jemand ausschließt, sondern wirklich alle einlädt und einfach, dass das Bewusstsein da ist, jeder ist herzlich willkommen, egal von woher. Vielleicht gibt es ja noch mal ein Wort, das es noch gar nicht gibt. Ja, ne? Dann müssen wir halt einfach finden. Also Thorsten würde gerne noch was sagen.
So. Thorsten, du wolltest noch was sagen? Ja, eigentlich schon, aber jetzt... Oder kann ich? Ja. Also als erstes wollte ich noch hinzufügen, wenn man sagt, Gott ist in allem, was ist, dann kann ich dem nicht befürworten, weil was ist, wenn ich lüge, ist es, wenn ich betrüge, ist es, wenn ich jemand das Leben nehme, ist es. Und da finde ich alles nur nicht Gott. Wir finden, also ich gehe von mir aus, ich finde, Gott ist ein Name, den man ins Leben gerufen hat als Leitweg. Weil wenn ich diesen Namen nicht hätte, würde ich irren im Dunkeln. Und die Menschen vergessen so schnell. Also haben wir uns eine Symbolik erschaffen und das ist der Name Gott. Und den sollte man so lassen. Wahres Leben, Spiritualität würde ich jetzt auch, höre ich auch nicht so gerne. Ich habe es ersetzt mit wahrem Leben, wahrhaftiges Leben. Wenn ich wahrhaftig lebe, dann bin ich Gott so nah wie noch nie. Gott ist in keiner Lüge. Wenn ich in mir Lüge drin habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn mich andere Menschen anlügen. Wenn ich Kampf in mir drin habe, brauche ich nicht wundern, dass man mich bekämpft. Wenn ich mich selber reinige, jede Sekunde, keine Gewalt in mir, kein Lug, kein Betrug, keine Zweifel, kein Zorn, keine Hintergedanken, kein Argwohn, keine List, den ganzen Müll mal wegtun und wahrhaftig sein, dann hast du Gott in dir. Und wenn du mit dir bist, wer ist dann gegen dich? Ja. Das habe ich oft wie eine Floskel gehört. Wenn Gott mit dir ist, wer ist dann gegen dir? Du hast es gerade so fundamentiert rübergebracht. Es wird Zeit. Ich kann jeden Mensch da draußen verstehen, wenn er mit der Kirche oder mit dem Namen Gott nichts mehr anfangen kann. Die Jugendlichen schon mal gar nicht mehr. Mal nicht mehr allzu viele. Man sollte es wieder ins Wahrhaftige zurückrufen und sagen, wir bewegen uns auf Verästelungen. Den wahren Weg. Das wird Zeit, dass wir auf den wahrhaftigen Weg zurückkommen. Das sind wir da. Das ist der Anfang. Das ist das Kind. Und du hast es so toll gerade rübergebracht, weil wenn Gott mit uns ist, wer soll gegen uns sein? Ne? Habe ich oft gehört. Aber da eine Ausführung davor hat den Sinn dieser Weisheit gerade so deutlich rübergebracht. Du bist heute das zweite Mal bei mir zu Gast. Ja. Spontan bist du gekommen. Das letzte Mal hast du uns zweimal ganz tief berührt. Einmal mit deiner Geschichte. Du hast durch einen Schicksalsschlag einen Weg gewählt, der dich in deine Qualität gebracht hat. Durch den Schicksalsschlag. Darf ich zusammenfassen? Du kannst durch den Schicksalsschlag, dass deine Tochter mit 16 Jahren ermordet wurde, hast es dann durch die Arbeit mit dir, mit deiner Partnerin verarbeitet oder wie auch immer. Das wirst du noch öfters zum Ausdruck bringen. Und du hast einen Weg gewählt. Das ist mein Blickwinkel. Das, so wie man es richtig kanalisieren soll. Du hast geschaut, und du bist nicht Ersatzbeschäftigungen nachgerannt. Du hast geschaut. So nehme ich es wahr. Du hast geschaut. Und das Ergebnis des Schauens ist da. Und heute ist Thorsten hier. Heute ist Thorsten hier, weil er sein Playback mitgebracht hat. Und er ist hier, weil er mit diesem Playback sagt, das ist meine Form von Energieausgleich. Ich möchte wieder mal mein Bestes geben, mein Inneres. Ich will von mir was preisgeben. Ich sagte gleich, Thomas, hab keine Angst. Das habe ich komponiert. Wir kriegen da kein Problem mit der GEMA. Ja, und wenn sie das Lied berührt, gleich wenn Thorsten singt, nutzen Sie die Emotion zum Impulsausgleich, denn er freut sich auch, wenn er sieht, dass das, was aus ihm entstand, aus der Quelle, aus der es kam, das ihn diesen Text schreiben lassen hat, mit dieser Leidenschaft in der Stimme, das ist in jedem Ton, in jedem Wort ist eine Tonne von Emotion drin.
Ich habe es vorher schon beim Ansingen, beim Testen gehört. Und Ulrike, wir gehen da jetzt rein, ne? Wir hören das an. Ich wollte nur ganz kurz, und dann lege ich auch auf, Thorsten, was du jetzt gesagt hast, das ist so stimmig für mich. Und durch den ganzen Schmerz, den du erlebt hast, und trotzdem das lebst, was du gerade gesagt hast, wenn das jeder Mensch machen würde, dann wäre mir das Paradies auf Erden. Das bekommen wir zurück. Und es ist so, ich bin nur Schüler, die, wo nach mir kommen, die sind wahrhaftiger, als ich es jemals sein werde. Und den Weg haben wir schon, den habe ich schon gewählt, weil auch mich hat man geweckt. Ich bin nur Schüler und man hat mir das Tor geöffnet und wir werden an Plätze geführt. Wenn wir uns versammeln, gibt es nichts mehr, was nicht stimmig ist. Keine Krankheit, keine Zweifel, keine Angst, keine Not, nichts, weil wir dann wahrhaftig sind. Ein wahrhaftiger Gedanke lässt eine Pflanze wachsen. Aber das meine ich nicht nur bildlich, das ist wahrhaftig. Und was geschieht? Wenn wir uns wahrhaftig vereinen, an einem Platz und einen Gedanken denken, es entsteht ein neuer Planet, genau vor unseren Augen. Thomas, du sprichst mir so aus dem Herzen. Thorsten, du sprichst mir so aus dem Herzen. Und ich bin so glücklich, dass ich nicht alleine bin. Es ist wichtig, dass wir durch diesen Sender, die Zuschauer da draußen, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt benutze, ich weiß, du hörst es nicht so gern, die Mitverbundenen, oder die nicht mit uns verbunden sind, die sehen diesen Satz, ich weiß es ganz genau, da, die lachen über uns. Aber sie werden sich daran erinnern. Es ist der Anfang hier. Es ist der Anfang. Ihr seid wahrhaftig. Ihr lebt. Und das müsst ihr wieder spüren. Gedanken werden zu Worte und Worte wird zur Tat. Und wir bilden eine neue Gemeinschaft. Und wer da noch kämpft, der wird verlieren. Wir haben so viel Krankheit, wir haben so viel Krieg, so viel Leid. Wer wahrhaftig ist, der geht wahrhaftig durch, dem wird kein Haar gekrümmt. So ist das. Ja, so ist das. Super. Thorsten, ich freue mich ganz arg auf deinen Beitrag. Und dann lege ich es auf und genieße. Ja. Es ist noch ein Anruf in der Leitung. Ja. Tschüss. 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 Hallo, wer ist noch da? Oh, sorry, Johanna. Ja. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Guten Abend, ich wusste gar nicht, dass ich schon dran bin, deswegen habe ich jetzt mal auf Verdacht Hallo gesagt. Man kriegt das hier gar nicht Bescheid gesagt oder was. Sagst du hier in der Mitte? Hier ist das Peter. Hallo Peter. Und zwar, ich schaue jetzt gerade euer Programm und da habe ich gesehen, es geht um Gott. Und eure vorige Sendung habe ich auch gesehen und da hatte der Thomas gefragt nach. Ob man, was für einen Namen man Gott geben könnte. Mhm. Und zwar, weil ja die bisherigen Namen schon irgendwie verbraucht werden, die erinnern an Krieg und so. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich eben auch mal einen Vorschlag. Also vor vielen Jahren, da war meine Idee einfach Weltgeist. Weltgeist. Aber da bin ich inzwischen schon längst davon abgegangen. Und zwar, ich bin der Meinung, warum nicht mal einen Namen wählen, mit der auch was aussagt, wer Gott ist. Und zwar ist ja nun, Moment bitte, wir sind ja nun inzwischen weiter, die Menschen sind wissenschaftlich weiter vorangeschritten. Und wir haben jetzt praktische Erkenntnisse, die uns auch indirekt helfen zu verstehen, wer Gott nun wirklich ist. Und mein Glaube ist eben, dass es Gott, so wie die Kirche ihn definiert, als unendlich, als ein Wesen, was unendlich mächtig ist und außerhalb der Naturgesetze existiert, da bin ich überzeugt, dass es diesen Gott zum Glück nicht gibt. Und dass ganz einfach die ganzen, aber der Gott, wie er in der Bibel beschrieben ist,
Ich meine, abgesehen davon, dass die Bibel auch viele Fehler enthält, Fälschungen möglicherweise, wir wissen das nicht, aber diesen Gott, den gibt es. Und ich denke mal, das sind ganz einfach Menschen wie wir, nur evolutionär höher entwickelt. Und die leben in Raumschiffen, also die haben es nicht mehr nötig, irgendwie auf dem Planeten zu wohnen, genauso wie wir auch heute es nicht mehr nötig haben, auf Pferden zu reiten. Peter. Ja? Ich möchte dich bitten, vielleicht Sichtweisen nicht manifestativ auszudrücken. Inneren Überzeugungen beruhen noch nicht im fundamentierten Glauben, wo das Wissen im Grunde liegt. Und die Idee von mir muss unbedingt auf der Sachebene sein. Und ich möchte keine Diskussionsrunde hier, sondern es geht hier um Entstehen von einem neuen Kanal. Wir haben hier beim Rausarbeiten unsere Sache, aber ich möchte es nicht zum Diskussionsforum machen. Da geht es von der Richtung her auch ein bisschen von dem Rahmen, in dem wir uns halten müssen, weg. Und möchte alle telemedialen Freunde bitten, ich möchte keine politischen oder Richtungen oder irgendwelche Richtungen angreifen, sondern ich möchte die Neutralität finden. Und eben deswegen lasst uns von dieser Werteebene wegbleiben, dass wir uns mit keiner Kirche, mit keiner Ideologie anlegen. Ich möchte, dass die telemediale Idee neidfrei und missgunstfrei entsteht und möchte dann auch nichts schüren über Wertediskussionen. Wir gehen um die Sache. Im Augenblick sind wir in der Phase, wo wir uns zusammenfinden und das eigentliche Thema dort natürlich die Spiritualität und die Ethik und Moral oder eine Definierung vom Begriff ist, aber zu einer Diskussion bitte nicht rein. Und ich würde jetzt gern auch den Zusammenhang nicht mehr auseinandernehmen. Ich danke dir bis dahin für deinen Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder reinwählst, möchte aber jetzt die Vorworte von dem Thorsten auch jetzt doch zusammenhalten, dass wir dort bei diesem Thema bleiben, wo Thorsten sich jetzt gerade als Person gezeigt hat, dass er jetzt auch in diesem Zusammenhang seinen künstlerischen Vortrag bringt und dass wir dort weiterfließen. Und das Thema ist welches, bitte? Verfolge unsere Sendung weiter. Okay? Okay, ich krieg keine Antwort. Na gut. Doch, du kriegst die durch, du kriegst die Antwort doch, dass du die Sendung jetzt weiter verfolgst. Okay, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch, Peter. Tschüss. Wir müssen da aufpassen, dass es nicht zum Diskussionsforum wird. Ne? Ja, der Thorsten ist bereit, die Regie ist bereit. Ein Glück. Ja. Ja, okay. Dann heute auch eine Premiere, sonst ja doch, All I Need Is Love hat es auch schon gemacht, ein selber komponiertes Lied bei uns vorgeführt. Das ist das zweite selbst komponierte Lied, das zu Hause entstanden ist und zählt nicht zu den spontan oder zu den intuitiv entstandenen Kunstwerken, sondern hier ist wirklich in jedem Ton eine Emotion. Es ist toll zu gehen, erkenne, wer du bist.
versuche zu verstehen, was dir zum Hören gegeben ist. Du weißt, wo du dich entscheidest, was für dich richtig ist. Oh, höre auf zu kämpfen, erkenne, wie es ist. Es ist Zeit zu gehen, erkenne, wer du bist. Versuche zu verstehen, was dir zum Hören gegeben ist. Der wahre Mensch hört mit dem Herzen, denn Ohren, sie täuschen dich. Schenke keinen Glauben, was vor dein Auge tritt. Schau hindurch bis auf die Seele, erkenne, wie es ist. Dann lebst du mit den Wundern, dann lebst du mit dem Licht. Es ist Zeit zu gehen, erkenne, wer du bist. Versuche zu verstehen, was dir zum Hören gegeben ist. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es wird Zeit, dass wir uns verbinden, verbinden wir das Licht, dass auch der letzte Schleier von uns fällt und nur noch besser in uns ist. Was uns als Mensch gequält, kein Teil mehr von uns ist. Seht her, jetzt haben wir verstanden, wie wertvoll doch das Leben ist. Es ist Zeit zu gehen, erkenne, wer du bist. Versuche zu verstehen, was dir zum Hören gegeben ist. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen, es ist Zeit hier. Es ist Zeit zu gehen, es ist Zeit zu gehen. Dankeschön. Hat sie gefallen? Wow. Das groovt super. Komm, wir machen etwas, was man im Fernsehen sonst nicht macht. Wir machen es einfach nochmal. Hast du Lust? Wir können ein anderes Lied. Ja? Ja. Hat er noch eins drin? Ja, Nummer 1 könnt ihr spielen. Okay, wir machen noch Nummer 1. Nutzen Sie die Gelegenheit, jetzt zum Telefon zu greifen und Ja zu Kanal Telemedial zu sagen und sich mit uns zu verbinden. Und machen Sie jetzt Ihren Impulsausgleich und sagen, das ist eine tolle Sache. Was passiert denn da? Hier ist ja gar kein Plan drin. Na. Ja. Hier sind die Nummern 0905 008 000. Aus Deutschland, Österreich 0901 900 710 und aus der Schweiz 0901 900 990 oder für 17 Schweizer Franken mit der Endnummer 900. Regie, seid ihr soweit? Okay, dann machen wir noch einen.
was Wahrheit ist, was Liebe ist, hast du uns gezahlt. Dein Rocken ist gesunken, du hast uns befreit. Der Himmel ruft nach deinem Namen, du löst es dich vom Meerkleid. Emporgehoben zu den Deinen, oh, eingehüllt in Göttlichkeit. Denn nur ein Engel kann so durchs Leben gehen, denn nur ein Engel kann so noch zu uns stehen, denn nur ein Engel hat so ein warmes Herz, denn nur ein Engel überwindet jeden Schmerz. Was Wahrheit ist, was Liebe ist, hast du uns gezahlt, uns gezahlt. Dein lachendes Gesicht Zuschauer, wenn Sie jetzt berührt sind, geben Sie jetzt Ihren Impulsausgleich. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt berührt sind von Thorsten, dann geben Sie jetzt Ihren Impulsausgleich.
50. Wow. Oh, ja. Vielen Dank, liebe telemedialen Freunde. Vielen Dank für 50. Kommt doch zu mir. Vielen Dank. Liebe Johanna, deine Aufforderung hat richtig geruckt. 50, 58 Impulsausgleiche. Vielleicht schaffen wir heute noch ein paar mehr. Ja? Und 59, es geht richtig rund. Also, okay, es zieht an. Es zieht an, 63. Es zieht an. 63, Leute, es zieht an. 65, es wird verstanden. Lassen Sie sich jetzt anstecken. 67. Johanna, sag du mal was. Das ist so gut. Das ist so schön. Siebzig Impulsausgleiche. Mhm. 75 Impulsausgleiche.